Hallo, Abonnenten, Zuschauer, Freunde der Eisenbahn. Was gibt's Neues? Diesmal nichts Neues auf der TT, auch nicht auf der Gartenbahnhausen, nein, diesmal auf der H0-Anlage. Und zwar eine wunderschöne kleine Pico Kaluga. Ist natürlich keine Werbesendung, alles selber gekauft und bezahlt. Artikelnummer ist, ach du Schreck, ich muss auf meinem Handy gucken, 71083. Ein Soundmodell, ein Spielmax-Exklusivmodell mit NVA-Aufschrift, passend zum H0-NVA-Geländer. Und wie man sieht, im Reichsbahn-Ausbesserungswerk fährt sie auch mit. So, ich schnappe mir gleich mal die Kamera. Gucken wir mal. Also die Kaluga fängt ja hier drüben an, im Bahnbetriebswerk, auf der Drehscheibe. Fährt dann diese zwei schicken neuen Geländewagen ins NVA-Gelände hoch. Machen wir gleich mal einen Überblick. Da hinten, NVA-Gelände. Stuhl zur Seite. So, also hier müssen wir diese zwei schönen Geländewagen neuen abliefern im H0-NVA-Gelände. Mal sehen, ob im TT-Gelände irgendwas los ist. Ah, so. Gibt es irgendwas Neues? Ziemlich ruhig hier im TT-NVA-Gelände. Ich glaube, die machen alle Urlaub oder so. Und im Bahnbetriebswerk. Naja, auch ziemlich ruhig. Ja, auf jeden Fall hat die Kaluga den Transportauftrag, die zwei Geländewagen ins NVA-Gelände zu bringen. Fährt natürlich auch mal im neuen Reichsbahn-Ausbesserungswerk vorbei und macht ein paar Rangierfahrten. Da muss man erstmal ein bisschen fahren hier, weil damit die Schienen ordentlich eingefahren werden. Manchmal hat man ja dann noch ein paar Schmutzreste drauf. So alt ist das Gelände ja noch nicht. Da kann man dann immer mal ein bisschen nachputzen und sieht, wo es Probleme gibt. Aber da die schöne Pico Kaluga, der NVA, ja einen Pufferspeicher ab Werk drin hat, nimmt die eigentlich ziemlich viele Sachen, wo andere Loks schon lange stehen bleiben würden. Im Video fährt dann natürlich auch eine echte Kaluga. Und zwar vom Heizhausfest 22. Da hatten sie ja eine Kaluga mit im Einsatz. Echt coole Aufnahmen. Gibt es gleich am Anfang des Videos. Ja. Und da rangieren wir hier ein bisschen. Machen ein paar Anlagenfahrten mit der Lok. Und den zwei Geländewagen hinten dran. So. Lange Rede. Kurzer Sinn. Viel Spaß beim neuen Video.